Hallo und herzlich willkommen zu den Oracle Datenbank Monthly News im Januar 2022. Mein Name ist Wolfgang Thiem und ich begleite Sie nun in der nächsten circa Viertelstunde durch dieses Video. Wie Sie an der Redaktionssitzung sehen können, wurden wir zum einjährigen Jubiläum mit neuen Shirts ausgestattet. Passende Shirts. Hierzu vielen Dank an die Organisatorin Ulrike Schwinn, die das Ganze möglich gemacht hat. Am Konzept der Database Monthly News ändert sich aber nichts. Wir liefern Ihnen nach wie vor Aktuelles im Oracle-Datenbankumfeld, gegliedert nach zum einen Neuigkeiten in den Teilbereichen Cloud, Exadata und On-Premise-Datenbanken. Welche Termine stehen im Folgemonat, aber auch darüber hinaus an? Wie verhält es sich mit Release-Ständen und Patch-Sets? Hat es hier irgendwelche Veränderungen gegeben? Und abschließend haben wir noch eine sehr, sehr interessante Sammlung von Informationen aus dem Web, wo sowohl Oracle-Mitarbeiter, aber auch externe Kollegen sehr, sehr interessante Themen präsentieren. Das Erscheinungsdatum, wie immer, der letzte Freitag im Monat und vom Format her dieses YouTube-Video. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich das Material als PDF herunterzuladen. Starten wir mit den Neuigkeiten. Im Bereich der Cloud-Datenbank-Neuigkeiten möchten wir in diesem Monat vier Themengebiete hervorheben. Zum einen mussten in der Vergangenheit Data und Recovery Area stets gleich groß sein. Neu ist gekommen, dass Sie diese beiden Storage-Bereiche nun unabhängig skalieren können. Sofern Sie für ein virtuelles oder Bare-Metal-Datenbanksystem eine Umgebung DataGuard oder Active DataGuard aufsetzen möchten, sind Sie nun in der Lage, die beiden Optionen sowohl über die Konsole als auch die API auszuwählen. Im Bereich der Autonomous Databases, wenn Sie einen Refreshable Clone angelegt haben, erfolgte der Refresh ja in einem zyklischen Abstand, den Sie einmal vordefiniert haben. Nun sind Sie in der Lage, eine manuelle Wiederverbindung eines Refreshable Clones an die Quelldatenbank außerhalb dieses Zykluses durchzuführen. Dies ist vor allem hilfreich, wenn Sie mit neuesten Daten kurzfristig in Ihren Test- oder Entwicklungsumgebungen arbeiten möchten. Das PLSQL-Package DBMS Cloud, was ursprünglich ja mit der Autonomous Database eingeführt wurde und in der Folge auch für die On-Premise-Datenbanken 19c und 21c zur Verfügung gestellt wurde, ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken, wenn ich ein externes Storage in der Cloud anbinden möchte. Sie haben eben die Möglichkeit, über dieses PLSQL-Package sowohl auf das OCI Block Storage zuzugreifen, aber auch zum Beispiel auf ein AWS S3 Storage Subsystem. In der Folge kamen die unterschiedlichsten Neuerungen hinzu. So sind Sie nun in der Lage, über das Package auch External Tables in der Cloud anzulegen oder Hybrid Partition Tables. Neu hinzugekommen ist in diesem Monat, dass Sie das Package auch nutzen können, um Ihr GitHub-Repository anzubinden, sei es um Daten in dieses Repository hochzuladen oder auch abzurufen. Im Bereich Exadata fokussieren wir uns in diesem Monat auf den Exadata Cloud Service. In der Vergangenheit konnten Sie die beiden Felder DB Unique Name und Oracle SID Präfix nicht manuell setzen. Es wurde automatisch vom System vergeben. Neu ist, dass Sie nun eine freie Namenskonvention für diese beiden Felder nutzen können. Dabei kann der DB Unique Name mit maximal 30 Stellen befüllt werden. Der Oracle SID Präfix erlaubt bis zu 12 Zeichen. Sofern Sie keine Eingaben in diesen beiden Feldern machen, wird wie bisher auch automatisch ein Name entsprechend vergeben. Für die Verwaltung von PDBs auf dem Exadata Cloud Service können Sie nun auch die Konsole und die API-Nutzer sind also nicht mehr zwingend auf die SQL-Befehle limitiert. Beim Upgrade einer Produktionsdatenbank, sofern Sie denn eine Standby-Datenbank in diesem Kontext nutzen, mussten Sie in der Vergangenheit die Standby-Datenbank nach einem Upgrade neu anlegen. Dies ist mittlerweile nicht mehr notwendig. Sie können also die Upgrades ganz normal durchführen. Und nun noch ein paar allgemeine Datenbankneuigkeiten.
das Datenbank-Release 21.3, welches bislang für Linux und HPUX zur Verfügung stand, ist nun auch auf der Microsoft Windows-Plattform zur Verfügung gestellt worden. Am 18.01. kam das neue Release-Update, das vierteljährliche, heraus. Speziell im Hinblick auf eine Security-Matrix bitten wir Sie, hier einen Blick darauf zu werfen und Ihre Systeme dann auch zeitnah abzudaten. Der SQL-Developer, hier gibt es ein neues Release, das Release 21.4.2, beinhaltet sowohl diverse Bugfixes. Zum einen hatten wir ein Problem in der alten Version mit Inside Query Execution Performance. Zum anderen wurde in der neuen Version auch eine neue Log4j Library ausgerollt. Also auch etwas, wo wir Sie bitten, dieses zeitnah umzusetzen. Für den MySQL Server hier auch eine neue Version, welche Sie nun downloaden können. Der MySQL Server steht nun in der Version 8.0.28 zum Download zur Verfügung. Bereits im Dezember haben wir darauf hingewiesen, dass Sie sich für die Oracle Cloud Infrastructure kostenfrei zertifizieren lassen können. Diesen Monat wollen wir nochmal nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass diese Möglichkeit nach wie vor bis 28. Februar 2022 besteht. Sie können sich in unterschiedlichen Bereichen zertifizieren lassen, sei es für die Oracle Cloud Infrastructure allgemein. Vom Foundation-Zertifikat bis zum Professional-Zertifikat sind hier die unterschiedlichsten Kurse angeboten. Des Weiteren auch im Bereich Application Development, sagen wir mal vom Bereich Application Integration bis hin zu Content Management Systemen in der Oracle Cloud und im Data Management Bereich von Autonomous Database bis hin zu Machine Learning haben Sie die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ein Zertifikat kostenfrei zu erlangen. Was müssen Sie tun? Aktivieren Sie Ihre kostenlose Learning Subscription, nehmen Sie an den Videokursen zur Vorbereitung teil und planen Sie dann Ihre kostenfreie Zertifizierungsprüfung. Auf alle Fälle ein Mehrwert auch für Ihren Lebenslauf. Dann kommen wir zu den anstehenden Terminen. Die Deutsche Oracle Anwendergruppe bietet auch im Februar wieder interessante Termine an. So haben wir am 2. und 3. Februar ein DOAG-Expertenseminar zum Thema Multitenant Database, gefolgt von einem DevTalk zu Apex am 10. Februar. Ein englischsprachiger Termin zum Thema Oracle Sharding, Hyperscale Globally Distributed Converged Oracle Database, findet am 15. Februar abends dann statt und unser Kollege Hans Fiemann präsentiert im Rahmen eines DOAG DevTalks am 24. Februar das Thema Geodaten. Selbstverständlich haben wir im Februar auch wieder Ask Tom Office Hours, am 8. Februar zum Thema JSON, 15. Februar Write Great SQL, 17. Februar URL Extensions für Apex und URDS und am 23. Februar gefolgt von einem In-Memory-Termin. Nachdem der 3. März dann für Anmeldungen auch relativ knapp ist, deswegen hier schon die Information, das DOAG-Expertenseminar Database Performance Tuning Bootcamp findet am 3. März 2022 statt und die Folgemesser, die anstehen, die JavaLand 2022 und die Apex Connect 2022 sowie die Cloudland, sicherlich Termine, zu denen man sich bereits jetzt anmelden kann. Lassen Sie uns nun zu den Release-Ständen und Patch-Sets kommen. Hier wie jeden Monat unsere sogenannte Single Source of Truth, die MyOracle Support Note, die die entsprechenden Release-Stände auch grafisch darstellt. Unsere Timeline ist natürlich wieder ein Stück weiter gewandert und in diesem Kontext nochmal die Bitte an Sie, sofern Sie denn auf einer 11204 Datenbank oder einer 18c Datenbank sind, doch schnellstmöglich auf das aktuelle Long-Term Release 19c abzugraden, da für diese beiden Releases keine Patches mehr zur Verfügung gestellt werden. Und auch eine 12.1.0.2 und 12.2.0.1 sind Kandidaten, die demnächst umgestellt werden sollten. Aufgrund des Release-Updates, welches am 18.01. veröffentlicht wurde, haben wir natürlich Veränderungen jetzt. Für die 21c sind wir nun auf dem Stand 21.5, die 19c auf 19.14.
Wie gesagt, für 12.2.01 und 12.1.02 wurden auch nochmal Release-Updates zur Verfügung gestellt, aber es neigt sich dem Ende zu. Für die Engineered Systems sind wir nun auf der Version 21.2.8 bzw. 20.1.18. Auch mit dem Hintergrund von Log4j gibt es für das Autonomous Health Framework eine neue Version, die 21.4.1, und für unsere Development Resources hier der SQL Developer, wie angesprochen, nun in der 21.4.2, das SQL Command Line 21.4.1. Des Weiteren haben wir neue Instant Client Versionen für Linux, die 21.5 und die 19.14. Bei den Windows Clients hat sich hier noch nichts getan. Abschließend kommen wir zu den Informationen aus dem Web. Patrick Wheeler beschäftigt sich in einem unserer Blogs mit dem Thema Oracle Multitenant. Was sind die Best Practices für eine schnelle Verteilung von Multitenant, respektive auch, wie verhält es sich mit einer Workload-Isolierung? Mike Dietrich hat das neue Release-Update vom 18. Januar zum Anlass genommen, auf seinem eigenen Blog einen Artikel zu verfassen, wo er sich mit den unterschiedlichsten Konstellationen befasst, wie das Patch auf diese Umgebungen stattfinden soll, hat in der Folge auch noch einen weiteren Blog-Eintrag auf seiner Seite, wo er sich des Themas OPatch Inventory, LS Inventory annimmt. Was kann ich daraus löschen oder auch nicht? Auch sehr, sehr lesenswert. Unser Kollege Dominic Giles hat eine neue Swingbench-Version zur Verfügung gestellt und Brian Spendolini einen Blog-Eintrag zum Thema Datenbankmigration mittels SQL Command Line. Auf ihrem eigenen Blog Maria Colgan mit einem Artikel bzw. auch einem YouTube-Video, wie denn ein SQL-Statement getuned werden kann, wenn der Optimizer den falschen Index anzieht, und Jeff Smith, bekannt immer im Rahmen von SQL Developer, ein sehr, sehr nützlicher Blog-Eintrag von ihm auf seiner Seite, wie denn zu verfahren ist, wenn der SQL Developer nicht das macht, was er soll. Chris Banojali beschäftigt sich mit der Autonomous Database Dedicated. Das Jahr 2021 im Rückblick, was für Neuerungen sind gekommen, wie hat sich das Ganze entwickelt, gibt es aber auch auf der Oracle.com-Seite dann für die Shared Exadata Infrastructure Autonomous Database. Was ist denn so gelaufen im letzten Jahr? Wann wurde was neu veröffentlicht? Die Top 10 Gründe für Machine Learning in der Oracle Datenbank von Mark Hornig und der Oracle Data Miner ist jetzt auch verfügbar für die Autonomous Database, ein Artikel von Sherry LaMonica. Des Weiteren, wenn Sie noch mehr Material brauchen, auch immer sehr, sehr lesenswert, das Aura World Magazine, das in einer neuen Version erschienen ist, ist als PDF downloadbar. Hier möchten wir speziell darauf hinweisen, auf Artikel von Valentin Leonard zum Thema Converged Database. Unser Kollege Carsten Zarski hat einen Artikel zum Thema APEX 21.2 mit Smart Files und Geocoding veröffentlicht. Unsere Kollegin Ulrike Schwinn beschäftigt sich mit dem Thema Hybrid Partition Tables und Robotic Process Automation bei Mia Uhrmann. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Die nächsten Monthly News erscheinen am 25. Februar, dann präsentiert von unserer Kollegin Ulrike Schwinn.